Ich möchte jetzt einmal zeigen, wie man ein paar Würfelbauten zeichnet in Word. Zunächst einmal lassen wir uns das Gitternetz anzeigen und zeichnen als erstes ein Rechteck. So, und wir werden jetzt einige Symbole brauchen. Die packe ich einmal in die Liste hinein. Das ist zum einen hier die Punkte bearbeiten. Dann Fülleffekte braucht man häufiger. Dann die Formkontur, also die Linienfarbe. Und dann auch noch die Linienstärke, die finden wir hier unten. Und dann haben wir hier drüben nochmal andere Elemente, eine Ebene nach vorne, eine Ebene nach hinten, dann in den Vordergrund und in den Hintergrund. So, zunächst einmal dupliziere ich mit der Steuerungstaste jetzt dieses Rechteck und füge das hier ordnungsgemäß mit den Steuerungstasten an. Das packe ich auch noch einmal hier hin und jetzt kann ich das hier bearbeiten. Die Punkte kann ich jetzt hier hinziehen. Und auch hier bei diesem Rechteck machen wir dasselbe. Wir erinnern uns, die Rasterlinien sind immer in 0,25er Abständen und rasten jetzt ein. Was ich jetzt sehe hier ist, dass diese Ecken ein bisschen übereinander herausschauen. Das kann ich bearbeiten, indem ich hier mir das einmal anzeigen lasse und hier unten auf Anschlusstyp rund gehe. Genauso hier auch. Rund und bei dem letzten auch rund. Dann möchte ich einmal bei allen Linien die Farbe verändern. Und zwar kann ich die Elemente alle dann einmal gemeinsam markieren und dann auch hier wieder die Farbe auf Schwarz setzen. Und dann klicke ich jedes einzelne an. Na, so und kann jetzt auch hier drüber ganz schnell agieren, indem ich sage, das soll zum Beispiel grau werden, das soll schwarz werden und die Fläche oben, die soll weiß werden, so dass ich dann auch ein wenig einen Lichteinfall simulieren kann. Das gesamte Gebilde gruppiere ich dann und kann das dann jetzt auch meinen Building Blocks hinzufügen. Vorne so im Katalog speichern, das nenne ich einmal Würfel und achte darauf, dass das in der Normal dort gespeichert wird, damit ich überall drauf zugreifen kann. Und jetzt kann ich damit auch schon ein wenig bauen. Ich verschiebe das nach unten und dupliziere das einmal mit der Steuerungstaste und dann dem Verschieben. Dann kann ich wieder mit den Cursor-Tasten das platzieren. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch ein daneben setzen. Und was jetzt passiert ist, dass Word das als Schicht erkennt. Und die wird erstmal auf die andere Schicht getan. Das ist jetzt noch kein 3D-Element. Was ich jetzt machen kann, ist, dass ich diese Schicht, das ist wie ein Papier, was ich auf ein anderes lege, sozusagen auf den Stapel gelegt habe. Und ich will das jetzt ganz nach unten in dem Stapel haben. Und da benutze ich dann diese Sachen. Eine Ebene nach hinten und noch eine Ebene nach hinten und schon sieht das dann entsprechend aus. Ich hätte auch sagen können, jetzt wenn ich das zum Beispiel nach vorne packe, indem ich das ganz in den Hintergrund schiebe, dass ich dann diese mehreren Schritte übergehe. Das ist dann, denke ich, Geschmackssache. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.